Mein Zauberstab! Hallo, liebe Bücherwürmer! Ich habe meinen Zauberstab ausgepackt. Das kann nur eins bedeuten. Heute geht's um Harry Potter. Ich habe nämlich wieder ein ziemlich mysteriöses Paket bekommen. Und dieses Mal ist es wirklich mysteriös, weil ich absolut keine Ahnung habe, was da drin steckt. Accio Wutbox. Ich habe euch ja schon vor einiger Zeit hier auf meinem Kanal ein Wutbox-Special von Harry Potter präsentiert. Und danach bekam ich eine E-Mail, in der mir angekündigt wurde, dass die Wutbox jetzt alle 2 Monate mit einem Harry Potter-Special daherkommt. Ah, mein Schatz. So, Zauberstab zur Seite, sonst kommen wir jetzt zu gar nichts. Das ist jetzt also die Februar-Wutbox. Und die Leute von Wutbox haben mir diese kostenlos zum Testen zur Verfügung gestellt. Die nennt sich auch ganz einfach Box Harry Potter. Die gibt es sozusagen in 3 verschiedenen Boxenmodulen. Ihr könnt zum einen das Flexi-Abo bestellen, das heißt, ihr kriegt die einmalig für 39,99 €. Und dann kann man sich auf der Website noch zwischen einem 3-Boxen- und einem 6-Boxen-Abo entscheiden. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, ich werde euch hier auch noch den Link einblenden, wie ihr zur Wutbox kommt. Und ich poste das natürlich auch nochmal unten in die Infobox. Und es wäre total cool, wenn ihr über den Link auf die Wutbox geht, weil dann wird das von der Wutbox nämlich getrackt und die Leute sehen, dass ihr von mir kommt. Dadurch entstehen natürlich für niemanden Kosten. Und ich habe noch was ganz Besonderes für euch, denn die Leute von der Wutbox waren so nett und haben mir für euch einen 5-Euro-Rabattcode mitgegeben. Beim letzten Mal war es ein bisschen kompliziert mit dem Code, weil mein Name falsch geschrieben war und es so zu einigen Verwirrungen kam. Aber jetzt habe ich einen Code, der zu 100% richtig ist und der lautet Libbe HP. Auf der Website könnt ihr dann auch noch eure Größe angeben, weil in der Box scheinbar auch immer ein T-Shirt dabei ist. Ja, und was noch drin ist? Offizielles Harry Potter Merch. Aber wir wollen jetzt endlich zum Inhalt kommen und ich habe absolut keinen Schimmer, weil man auf der Website auch nicht gucken konnte, was drin ist, beziehungsweise man konnte, glaube ich, so ein paar Bilder auswählen, aber da bin ich nicht drauf gegangen, weil das sollte ja auch wirklich jetzt eine Surprise sein. Oh, und ich liebe Überraschungsboxen. Ich weiß ja nicht, wie geht's euch denn? Mögt ihr das lieber, wenn ihr überrascht werdet und nicht wisst, was für Items drin sind? Oder mögt ihr es lieber, wenn ihr das vorher wisst und das dann explizit kauft? Also ich meine, das hat beides seine Vor- und Nachteile. Aber ich persönlich lasse mich lieber überraschen. Und genau das wollen wir jetzt mal tun. Wenn ich nur eine Ahnung hätte, wie das Ding aufgeht. Oh. Ja, man muss scheinbar diese Pappe irgendwie abmachen oder zerstören. Okay, damit zerstöre ich es auch. Also, machen wir es. Easy peasy. Wehe davon. So sieht die Box aus. Ich finde es schon krass hochwertig. Weil man hat hier so ganz viele verschiedene Symbole. Also zum Beispiel eine Schlange sehe ich hier, das Deathly Hallows Zeichen, ein Schnatz, eine Eule, ein Brief. Und das finde ich schon ziemlich nice, wenn das alles so toll aufgemacht ist. So, einhändig ist es wirklich kompliziert, glaubt es mir. So, seid ihr bereit? Okay, ich versuche mich nicht zu spoilern. Oh. Okay, das geht hier so nicht. Ich habe einen Zettel. Okay, irgendwas von Lego scheint hier drin zu sein. Aber dazu kommen wir später. Oh mein Gott! Okay, okay, ich weiß nicht, wo ich die Sachen hinlegen soll. So, das ist ein Patronus zum Aufbauen. Das ist so schön. Guckt ihn euch an, wie precious er ist. Ich habe von diesen Holzsteckdingern, glaube ich, ein R2-D2 und ich bin mir gar nicht mehr sicher. Seidenschnabel habe ich, glaube ich, noch. Aber ich bin noch nie dazu gekommen, die aufzubauen, weil ich wahnsinnig Angst davor habe. Also es sind so ganz einfache in Anführungszeichen, Holzmodelle, die man eben zusammenstecken kann und dann kann man die auch noch anmalen, wenn man möchte. Und ich freue mich schon wahnsinnig darauf, das endlich mal auszuprobieren. Und das bietet mir jetzt auch wirklich einen Anreiz dazu, das mal zu machen, weil jetzt habe ich 3 Stück von den Dingern. Und ich glaube, die sehen nebeneinander ziemlich cool aus im Regal. Und das nächste Item. Ich glaube, ich habe das T-Shirt erwischt. Es hat, glaube ich, Gryffindor-Farben. Ich traue mich nicht. Ja, es sind Gryffindor-Farben. Mein Nachbar guckt gerade aus dem Fenster und schaut darüber. 2 meiner Nachbarn. Die haben jetzt wahrscheinlich ziemlich viel Spaß und denken sich, was macht die Alte da? So, gucken wir uns das mal an. Ja, es ist ein Gryffindor-Shirt. Let's see. Oh, Braveheart, Daring, Nerf, Chivalry. Was? Determination, Gryffindor. Also ich finde es mega schön, das muss ich jetzt auch mal sagen. Ich bin halt kein Gryffindor. Als Slytherin habe ich Bedenken.
Aber eigentlich finde ich es cool, wenn man auch von anderen Häusern ein bisschen was hat, weil ich denke, man hat selber irgendwo immer auch in einem anderen Haus ein paar Eigenschaften oder ein paar positive Dinge, die man im Haus sieht. Außerdem bin ich ja Cosplayerin und wenn ich mal irgendwie eine Hermine machen will oder eine Lavender Brown oder eine Ginny, dann trifft sich sowas immer ganz gut. In der letzten Wutbox war außerdem ein Slytherin-T-Shirt drin, also darf ich mich eigentlich nicht beschweren. Es ist halt immer ein bisschen schwierig, wenn man wirklich gar nichts mit dem Haus zu tun hat. Ich glaube, es wäre ziemlich cool, wenn man das Haus auswählen könnte. Also wenn man bei der Wutbox noch so ein Bestellfeld hätte und dann einem geben könnte, in welchem Haus man ist. Weil dann könnte man sicherstellen, dass jeder halt zufrieden ist mit dem Haus-Item, das ankommt. Was ist das? Ah, das ist das Lego-Item. Och, guckt mal, wie niedlich. Das ist der kleine Harry. Ah, Harry's Journey to Hogwarts. Also das ist Harry quasi, wie er nach Hogwarts geht mit seinem Köfferchen und seiner Eule. Voll süß, dieses Mini-Lego-Set. Und was ich auch cool finde, das ist halt wirklich so ein kleines Lego-Set, das hast du super schnell aufgebaut. Da sitzt du nicht Ewigkeiten dran. So, und jetzt kommt hier nur noch ein bisschen was Größeres. Das ist eine Funko Pop. Oh, Minerva McGonagall als Katze. Mein Gott. Das ist süß. Die Funko-Pop-Sammler wahrscheinlich wieder einen Anfall, weil ich ja so eine bin, die halt diese Verpackung direkt wegschmeißt. Beziehungsweise auf den Boden fallen lässt. Oh Gott, ist die winzig. Total niedlich. Und die kann den Kopf auch noch verstellen. Wobei, ne, wenn ich es jetzt nicht wüsste, dass es McGonagall ist, dann würde ich halt sagen, okay, das ist eine Katze als Funko-Pop. Aber dadurch passt sie jetzt umso besser in mein Harry Potter Regal. Die Frage ist, stelle ich sie zu den grauen Büchern oder stelle ich sie zu den Harry Potter Büchern? Schreibt mir mal unten in die Kommentare, wo Minerva hin soll. Ihr entscheidet. Das Witzige ist, die Box ist immer noch mega schwer. Also eine Sache ist noch drin und ich kann mir vorstellen, es ist vielleicht wieder was aus Porzellan ist, eine Tasse oder sowas. Und was ist es? Ja, es ist eine Tasse, habe ich ja gesagt. Ist ein bisschen schade, weil ich schon so eine ähnliche Tasse zu Hause habe, aber ich finde die mega schön und die ist krass hochwertig. Ich werde wieder Ärger von meinen Mitbewohnern kriegen. Wir haben nämlich ungefähr 30 Tassen zu Hause. Aber ich liebe Tassen einfach. Ich bin ja eh so eine Kaffeetante. Ich kann Tassen so gut gebrauchen. Wow, ist die riesig. Okay. Das ist ja fast ein Eimer. Und sie ist mega schön. Also ich mag es total, dass es aussieht halt wie so ein Kessel. Ich bin mir nicht ganz sicher, hier ist doch schon so eine kleine Macke dran. Das ist wahrscheinlich einfach nur ein Schönheitsfehler. Ja, man hat den Harry Potter Schriftzug und das Hogwarts-Emblem. Wobei ich finde, unten des Draco Dormiens ist ziemlich filigran. Die Tierchen sind aber gar nicht so filigran gezeichnet. Also das hätte man vielleicht noch ein bisschen schöner machen können, meiner Meinung nach. Aber ansonsten finde ich es mega cool. Ja, das war es tatsächlich auch schon. Das ging irgendwie ziemlich schnell heute. Das Einzige, was ich jetzt noch so ein bisschen vermisse, ist so eine Art Zettel, wo halt nochmal alles draufsteht, was drin ist. Einfach damit man auch nochmal so ein bisschen gucken kann, was das eigentlich war. Und ich denke, für diejenigen, die sich so eine Box kaufen, ist es auch nochmal wichtig, den Warenwert der einzelnen Artikel nachlesen zu können. Ich weiß gar nicht, was mein Favorite ist. Weil ich finde die Funko eigentlich total süß. Die würde ich mir halt selber niemals kaufen. Deswegen finde ich es aber umso cooler, dass sie einfach dabei ist. Ich glaube, den Patronus finde ich am coolsten. Weil das ist auch nochmal so ein bisschen was, wovon man mehr hat. Ne? Man kann sich halt hinsetzen und das zusammenstecken und anmalen und so. Das ist einfach dann auch nochmal so eine Aufgabe, die man danach hat. So, und noch ein kleines Update. Ich habe gerade mal auf der Website von Wutbox nachgesehen und jetzt kann man sehen, welche Artikel drin sind. Also das finde ich eigentlich ganz gut gemacht, dass man nach Erhalt quasi dann nochmal auf der Website ein bisschen stöbern kann. Dann muss man natürlich auch kein Zettel beipacken und kann Papier sparen. Und ich habe auch nochmal geguckt, es ist für jeden tatsächlich auch das Gleiche drin. Also es gibt nicht stattdessen noch ein Ravenclaw-Shirt oder, keine Ahnung, ein anderes Lego-Set. Also es sind wirklich eins zu eins die Artikel, die ihr dann auch erhaltet. Mir hat es wieder mega Spaß gemacht, weil ich immer so wahnsinnig aufgeregt bin, wenn ich so eine Überraschungsbox auspacken darf. Vor allem, wenn es sich halt um mein Lieblingsfandom Harry Potter handelt. Also vielen, vielen Dank nochmal an euch von der Wutbox, dass ich das heute machen durfte.
Und für euch da draußen, wie gesagt, es gibt einen 5-Euro-Rabattcode, wenn ihr eure Februarbox jetzt noch sichern wollt. Unten steht der nochmal in der Infobox, genauso wie der Link zu der Website, wo ihr dann direkt bestellen könnt. Ich bin Lea von Liberiarium. Ihr findet mich auf Facebook, Twitter und Instagram unter Liberiarium. Und natürlich würde ich mich auch freuen, wenn ihr mich auf meinem Blog besucht. Von mir gibt es immer mittwochs und sonntags ein geekiges oder buchiges Video. Und wir sehen uns dann in einem nächsten Video. Nox, liebe Bücherwürmer! So, jetzt ist sie alle. Jetzt haben wir wirklich alles rausgeholt. Und dann... Wow, mein Zauberstab! Nee, ich komme nicht drum herum. Ich muss sie, glaube ich, kaputt machen. Oh, es ist... So, es waren jetzt 1, 2, 3, 4 Artikel. Nicht richtig. Ein Patronus. Die Tasse. Ah, nein, 5 Artikel. Es waren 5 Artikel.